Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren FIFA 17 YouTuber Duell. Der Fabiskill TV ist mein heutiger Gegner. Er hat mich angeschrieben, ob wir mal ein Duell quasi gegeneinander machen können. Und ich habe mir gedacht, wir machen gleich mal ein Champions League Duell daraus. Monaco gegen Manchester City in Monaco. Hinspiel ist ja 5:3 für Man City ausgegangen. Ich bin eigentlich für Monaco, muss ich sagen. Und deswegen steuere ich heute auch Monaco. Und ich glaube, ich muss Minimum 2-0 gewinnen, ne? 2-0 und das sollte, glaube ich, ausreichen. Wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Ein Rückspiel gibt es definitiv auch auf seinem Kanal, Fabiskill TV. Checkt seinen Kanal mal aus. Ich verlinke euch das Rückspiel unten in der Videobeschreibung. Und jetzt erstmal hier ganz kurz unsere Aufstellung machen. Habe ich hier nicht diesen einen geilen Typen, der ein Hinspiel sowas von rasiert hat? Wo ist denn der? Ich glaube, den habe ich gar nicht. Schade, auf jeden Fall spiele ich 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3, Falcao vorne drin. Lemar rechts. Silva links. Moutinho im ZOM. Fabinho German kommt hier weg erstmal für... Keine Ahnung. Hier für Baba Bakayoko. Und der Rest sollte so, denke ich mal, passen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Partie. Und mal gucken, was das wird. Mal gucken, was das wird. Ich habe gegen ihn noch nie gespielt. Und ich bin gespannt. Auf geht's, würde ich sagen. Auf geht's. Klar. Wir fangen gleich mal Weltklasse an hier. Stark von CDB. Und was ich immer noch umstellen wollte, ich wollte immer noch die Spielernamen oben einstellen und nicht den Gamertag oder PSN-ID oder wie auch immer. Wieso leckt das hier? Das mache ich jetzt hier sogar ganz schnell. Hier, Spieleranzeige, Namensliste. Jawohl, hier, so zack. Und den Kommentator kann ich eigentlich auch gleich aufstellen, wenn ich schon dabei bin. Der nervt ja auch bloß. Kommentar hier. Weg damit. Also ich merke gleich am Anfang an hier, dass er die Ruhe weckert. Ich bin einer, der immer ganz schnell spielt, zack, 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 zack. Und das ist teilweise auch mein Fehler. Ab und zu ist es natürlich sehr, sehr gut. Aber ich sollte auch ab und zu mal ein bisschen ruhiger spielen. Das weiß ich selbst. Und er spielt hier auf jeden Fall, hat die gewisse Ruhe, die man auch braucht. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut, muss ich sagen. Nein! Mann, das war die ultimative Konterchance. Ich hätte einfach nur noch das lange Teil spielen müssen rüber auf Lemar. Und dann hätte ich hier die Chance bekommen. Aguero, das macht er gut, das macht er sehr gut. Nochmal nach hinten auf Nolito, dann zieht er ab. Kamil Glick ist dazwischen, Yaya Touré. Und immer wieder gibt es hier einen kleinen Stocker im Spiel. Und 0-1, also nicht Valentin Stocker, sondern Lex. Und jetzt ist es passiert, 1:0 führt er hier durch Nolito. Und jetzt wird es, jetzt brauchen wir mindestens 3 Tore, ne? 3-1, um hier Monaco ins Viertelfinale ziehen zu lassen. Jawohl, Radamel Falcao, das war mal ein gut zu Ende gespielter Angriff hier von uns. Und wer natürlich, wer sonst, ne? Radamel Falcao findet ja mal in Monaco zurück zu seinen alten Stärken quasi. Und das ist das 1:1. Und wir brauchen noch 2 Minimum, um hier, also Monaco, zum Viertelfinale zu bringen. Aber ein 2-1, ne? Ich weiß ja, der Fabi-Skill, ich habe ja auf Instagram ein paar Bilder gesehen, er ist auf jeden Fall kein Schlechter. Und das erste Spiel ist immer so, man tastet sich ein bisschen ab. Und so weiter. Immerhin gibt es jetzt hier mal einen Eckball. Wir führen kurz aus, ja, kurz auf Bernardo. Schön auf Joao Moutinho. Aber wir gehen da nicht vorbei.
Eigentlich wollte ich auch den Roulette machen, hat er jetzt nicht ausgeführt. Auf jeden Fall, Halbzeitstatistik ist, denke ich mal, besser für ihn. Ja. Aber mit dem 1:1 kann ich auf jeden Fall leben. Und in der zweiten Halbzeit versuche ich nochmal richtig Gas zu geben und wenigstens das Spiel hier zu gewinnen. Kein Abseits. Kein Abseits. Fabinho mit dem 2:1 und jetzt ist wieder alles möglich. Komm, ein Tor noch und dann würde Monaco im Viertelfinale stehen. Wenn ich mich nicht verrechnet haben sollte, aber ich glaube schon, 3:1 sollte dann ausreichen. Fabinho, zack. Stark. An den Innenpfosten und dann geht er rein. Und jetzt bloß kein zweites Gegentor fangen, weil das wäre dann fatal. Ja. Ja, das macht er gut. Kevin De Bruyne geht vorbei. Und zum Glück macht er die Chance nicht rein. Oh mein Gott. Da haben wir richtig viel Glück. Da haben wir wirklich richtig viel Glück und wir wechseln jetzt erstmal. Huiuiui. Wagner Love. Ja, wollen wir ihn einwechseln? Ja, komm, wir wechseln ihn mal ein für Bakayoko. Dann rückt Moutinho eins nach hinten. Mendy geht auch raus. Und Dira kommt rein für Lemar. Nein, Elfmeter gibt es. Och, Fabinho. Eieieiei. Ja. Nein, ich war sogar in der richtigen Ecke. 2:2. Mist. Mist, 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 Mist. Und jetzt ist es, ja, jetzt ist es extrem schwer. Wir müssen jetzt natürlich riskieren. Ich stelle offensiv ein. Aber ich glaube, das war's. Höchstens machen wir noch ein Tor, denke ich. Aber er hätte auch schon vorher das 2:2 eigentlich machen müssen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen 2:2. Monaco ist raus, Man City ist weiter. Also starkes Spiel von Fabi Skill. Check auf jeden Fall seinen Kanal aus, beziehungsweise das Rückspiel. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich denke mal, in Zukunft wird da auf jeden Fall noch mehr kommen. Ich will mal die Statistik jetzt ganz kurz sehen. Die ist, ja, die ist besser, deutlich besser. Aber EA, wie kann ich 2 Tore haben und nur einen Schuss aufs Tor? Das ist fragwürdig, typisch EA. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch ein Rückspiel. Da kann ich mich dann zu 100% konzentrieren, weil kommentieren und so weiter, ihr wisst ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei FabiSkillAD. TV, nicht HD. FabiSkillTV. Link zu seinem Kanal, zum Rückspiel ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tschüssi.